Leute und willkommen zu Laber mit 2, Folge 3 oder 4, ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall, die letzten Mal haben wir über Star Wars, The Old Republic und anderen Zeugs geredet. Heute reden wir mal über was ganz anderes. Und zwar reden wir darüber über Twitch. Nämlich Twitch, ich habe mir einen Twitch-Account erstellt, habe auch schon ein paar kleine Streams probiert. Und da werde ich auch mal versuchen, ein paar kleine schlechte Streams zu bringen. Andererseits auf YouTube kommen jetzt auch täglich bis alle paar Tage neue Videos raus. Und zwar läuft das eigentlich ganz gut gerade. Ich werde auch bald mit mehr Leuten aufnehmen, das heißt nicht nur alleine, sondern mit Enjo, Let's Floy und Apfelana. Dazu kommt noch Jay und Apalofel 12. Und so wird das dann immer weitergehen. Zu den Spielen wird es bei FIFA, Star Wars Battlefront, Minecraft und Sims immer so weitergehen oder auch bleiben, wie auch immer. Dazu kommt auch noch das neue Format, was ich jetzt verraten werde. Das ist nämlich unter anderem, dass ich mehr Videos mit meinem Hund bringen werde. Andererseits kommt auch noch mehr Vlogs raus. Das heißt, dass ich ein bisschen mehr an die frische Luft rausgehe. Ja, das erwartet euch alles in spätestens einem Monat. Freut euch mit mir genau darauf und jetzt kommen wir zum richtigen Laber mit Thrive. Ja, das war ja gerade ein schneller Durchlauf. 1 Minute 16 Sekunden. Ich sollte echt meine Videos länger machen. Reden mal über genau das, was ich vorhin angesprochen habe. Nämlich rausgehen an die frische Luft und an die Natur. Natürlich, 10 Stunden lang ein Spiel zu konsumieren macht Spaß. Ist allerdings natürlich nicht sonderlich gesund, als wie es, wenn du 10 Stunden lang in der Wildnis draußen rumgehst. Das kann auch nicht gerade gesund werden. Ich weiß nicht, vielleicht denkt ihr an Bär, du wärst ein Spiegelei oder macht es dir Rührei. Ich weiß es nicht, was dir alles noch so passieren könnte. Allerdings an sich gesehen, so wäre das gesünder. Ich weiß schon, ich labe hier mal wieder rum. Ich. Der Typ, der die ganze Zeit vom Rechner sitzt, eh schon eine schiefe Wirbelsäule hat. Ich. Ja, aber genau da hat der Punkt. Ich habe auch eine schiefe Wirbelsäule. Und genau deswegen labere ich auch darüber. Und zwar, weil ich auch mehr rausgehen werde. Ich werde weniger Videos machen, wo ich nur Let's Plays mache. Ich werde mir bald eine Spiegelreflexkamera kaufen und dann ordentlich Vlogs machen. Das heißt, Spiegelreflexkamera sind eher für Stativaufnahmen gedacht. Und zwar, ja, es kommen ziemlich viele Stativaufnahmen drauf. Andererseits werde ich natürlich noch meinen Camcorder behalten, um dafür draußen ein paar schöne Aufnahmen zu machen, während ich, keine Ahnung, was mit Jay ein bisschen rumlaufe. Dazu kommt aber natürlich viel mehr Vlogs. Vlogs sind das, was mir am meisten Spaß macht. Oder Vlogs, wie man es auch immer aussprechen will. Aussprechen kann man alles anders, man kann auch Hund und aussprechen oder auch nicht, wie auch immer man es sehen will. Dazu kommen viel mehr Videos mit Jay. Jay, ja. Jay hat mich auf die Idee gebracht, eigentlich auf All Jays anzufangen. Wieso auch nicht? Ich habe schon davor, vielleicht schon vor 10 Monaten, einen YouTube-Kanal gehabt und habe schon seit 3 Jahren die Idee dazu. Allerdings, wer hat gesagt, ich soll es mal machen? Jay. Wer hat gesagt, ich soll es mit ihm machen? Jay. Wer hat meinem Hund geholfen, Tricks zu machen? Ich. Gut, ihr wisst, worauf das Video hinausläuft. Gut, kommen wir doch gleich mal zu anderen Sachen hin. Wenn man an die frische Luft rausgeht, was fühlt man dann zu echt? Zuerst. Richtig. Vergas in irgendeiner Stadt. Und die frische Luft am Land. Da ich am Land wohne, habe ich dadurch ziemlich viele Vorteile und kann auch mehr die Landschaft genießen. Ich will zwar jetzt nicht zugeben, dass es in einer Stadt hässlich ist. Allerdings, ich finde es mehr am Land cooler. Geiler. Das hat natürlich auch damit was zu tun, da ich am Land aufgewachsen bin. Klar, wenn ich in der Stadt aufgewachsen bin, würde ich wahrscheinlich sagen, am Land sind doch nur alle dumm. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja, einfach draußen in die frische Luft gehen kann mir nicht schaden. Ein bisschen in den Wald zu gehen und euch dazu mitzunehmen. Euch. Und wo ihr auch schon gerade bei euch seid, ihr könnt mir auch auf Twitch folgen, auf Instagram und auf Twitter. Auf Twitch heiße ich Swive-Twitch. Auf Instagram heiße ich InstaSwive, glaube ich. Bin echt schlau. Und auf Twitter heiße ich Swive. Auf YouTube heiße ich auch Swive. Es gibt übrigens noch einen zweiten Swive. Nicht aufregen, ich habe tatsächlich 2 Swive-Accounts. Allerdings ist der eine mein Handy und so. Damit ich halt, ich meine, ich habe nicht mit einem Account verknüpft, weil ich hobbylos war. Gut. Dann, was auch noch ganz, ganz wichtig ist. Ihr dürft auf jeden Fall niemals vergessen. Niemals vergessen. Das Video zu bewerten. Vor allen Dingen nicht zu kommentieren und mir Anmerkungen reinzuschreiben. Die nehme ich nämlich gerne entgegen, um andere Sachen zu machen. Zum Beispiel schneller oder langsamer zu reden. Meine Tonart höher oder tiefer zu setzen. Mehr Scheiße in meinen Videos zu machen oder mehr professionell oder mehr ernst. Ich kann mich ruhig nach euch richten, nur wenn ich nicht weiß, was ihr wollt, kann ich mich nicht nach euch richten, oder? Oder soll ich einfach so bleiben, wie ich bin? Ja. Glaube ich nicht, sonst hätte ich 10 Millionen Abos, ne? Auf jeden Fall, das war übrigens kein Stickefinger, das war dieser Finger, das mache ich mal so eine Geste. Ja, dann kommen wir zu meinen großen YouTube-Vorbildern, die mich dazu inspiriert haben, auch etwas dazu machen und mich auf die Idee gebracht haben.
hätten wir erstmal den guten Alexi Bexi, Gomme, Bloodix, der auch jetzt 16.000 bis 17.000 Abonnenten hat, Killer Crafter, der auch ordentlich aufgeholt hat, den ich auch damals für den 15.000 geholfen habe, indem ich allen meiner Schule gesagt habe, sie sollen Killer Crafter abonnieren. Tolle Leistung von mir, ne? Es hat was gebracht. Im Livestream hat er 15.000 erreicht, hat mich sehr gefreut. Und das war eigentlich so mein Knackpunkt, um zu sagen, hey, 15.000 willst du unbedingt doch auch haben, oder? Ich will's ausprobieren. Ja, kommen wir mal zu anderen Angelegenheiten, zu favorisierten Sachen von mir. Was mag ich alles so, was mag ich nicht? Was ich überhaupt nicht gerne mag, sind arrogante Menschen. Was ich allerdings ziemlich gerne mag, sind Menschen, die gerne Tiere mögen. Was ich unter anderem auch nicht mag, sind Klugscheißer. Was ich aber allerdings dann schon mag, sind Menschen, die einen oft darauf hinweisen, was man besser machen könnte. Nicht zu oft, das nervt nämlich dann auch. Aber wenn einer sagt, du bist scheiße, dann muss ich ganz ehrlich sagen, das geht mir dann auch im Arsch vorbei. Wenn allerdings jemand sagt, hey, du könntest vielleicht deine Kamera etwas höher lenken oder du könntest vielleicht nicht die ganze Zeit mit Jay aufnehmen, sondern mit Follow for 12, dann hat man ein kleines Problem. Beim ersten Mal ist es klar, da sage ich natürlich, ja, Kamera schwenken, mache ich. Nicht mehr mit Jay aufnehmen, sondern mit Follow for 12. Nein, ich will mit beiden aufnehmen. Deswegen werde ich es auch weiterhin mit beiden machen, weil jeder seine eigene Meinung hat und jeder seine eigene favorisierten Sachen haben, weil jeder halt will, dass er anders sehen will. Jeder will die Welt anders sehen, jeder sieht die Welt anders, jeder will andere Menschen anders sehen. Deswegen muss man sich auch nach den anderen Menschen richten. Allerdings müssen sich die anderen Menschen auch nach einem etwas richten. Denn sonst funktioniert das alles nicht. Ja, das war's von dieser Folge. Lava mit Zweif. Diesmal etwas anders, diesmal nicht auf ein festgelegtes Thema, sondern mit zig Milliarden anderen Themen. Ach ja. Beenden wir diese Folge auch ganz schön schnell, wie die andere Folge auch gelabert wurde. Tschüss.